So. So. Sehr gut. Ich muss mal gerade hier die Einstellung gucken. Hallo. Hallo, Vesela. Ohne Nägel. Oh, ich habe ganz kurze. Ich hoffe, die Verbindung passt. Weil das komischerweise, hallo Jessie, ist es immer am Anfang von dem Live, dass das dann so hakt. Aber ich bin froh, wenn es passt, gib da Bescheid. Es ist irgendwie so die ersten 15 Minuten und dann geht es total fix. Aber ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ich glaube, ich muss allerdings noch, Daumen nach oben ist schon mal super. Ich muss die Kamera noch drehen. Beziehungsweise nicht die Kamera drehen, die Spiegelung ausmachen. Ich vergesse das sonst nämlich immer und mittlerweile ja, kriege ich das immer besser hin. Also tippe ich hier noch auf dem Bildschirm rum. So, wie geht's euch denn, ihr Lieben? Wie geht's euch? Ich tippe hier nebenbei, ich lese auch gleich eure Kommentare. Spiegle dein Video. Nein. Nicht spiegeln. Spiegeln aus. So schaue ich aus. Sehr gut. Das ist schön, dass dir gut geht. Also gefühlt war ja ewig lang so eine Krankheitswelle, wo es jeden erwischt hat. Und so habe etwas abgenommen. Oh, Jessie, aber ich hoffe, wenn dann gewollt und dass das auch okay ist für dich und nicht aus anderen Gründen. Abnehmen ist nicht immer positiv. Ich habe mir einen Tee gemacht, weil mir so kalt ist. Wir waren jetzt noch ein Stündchen, ein Ründchen mit dem Hündchen. Ich sag's euch, ich bin so eingefroren durch dieses Fasten-Dingsbums. Oh, hast du gefastet? Ging es dir gut dabei? Wie immer hübsch. Oh, danke schön, Sila. Hallo Conny, grüß dich. Die Conny friert wahrscheinlich doppelt und dreifach. Jeder, der im Warmen ist, Gott, Mädels, ich habe zwei verschiedene Hände. Und oh, danke für ein Herzchen, ein Teamherz. Aber ich freue mich auch so auf die Likes. Da freue ich mich sogar ganz arg drüber, wenn ihr einfach auf den Bildschirm tippt und mir kostenlose Herzchen schenkt. Dankeschön. Ach, Mädels, es ist kalt. Es ist richtig kalt, finde ich. Und meine Nägel. Ich sag's euch. Ich habe einen neuen Bit ausprobiert für die Nagelhaut. Ich habe seit Jahren immer die gleichen. Die haben sich für mich bewährt. Das sind ganz, ganz einfache, feine bis mittlere. Ja, und ganz schlimm. Ich habe mich verletzt. So soll die Nagelhaut nicht ausschauen, ihr Lieben. Seht ihr das? Eigentlich immer an der gleichen Stelle. Klar, es ist jetzt auch noch mit der schwierigen Hand. Also links musste ich arbeiten. Ich bin Rechtshänder. Und das war wirklich unangenehm. Und immer in diesem einen Winkel habe ich mich verletzt. Dann denke ich mir, also beim ersten Mal schon, oh, okay, es passiert. Beim zweiten Mal habe ich mir dann schon gedacht, okay, jetzt bist du blöd. Beim dritten Mal habe ich mir gedacht, ja, bist du. Und am Schluss. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Hallo Melanie. Hallo Annika. Schön, dass ihr dabei seid. Ich glaube, das mit der Trauergruppe ist das richtige Ort. Jessie hat hier viel Kummer, ja. Ich grüße euch. Ja, Vasela, genau so. Ich habe mir wirklich gedacht, ich dödel. Dann mache ich habe mir jetzt angewöhnt, meine schwache Hand zuerst zu machen. Denn jedes Design, was ich dort mache, wird dann auf der starken Hand, mit der starken Hand super, ja. Und wisst ihr was? Es war beabsichtigt, dass ich mit zwei verschiedenen Nägeln rumrenne. Das stört mich mittlerweile nicht mehr. Viele von euch da draußen kennen das Ganze. Ja, und ich habe sehr, sehr lange, für meine Verhältnisse sehr, sehr lange, keine Modelage getragen. Habe mir die wieder drauf gemacht. Und bei mir ist es so, wenn ich lange keine Modelage trage, wird mein natürlicher Tunnel sehr, sehr schwach. Also sprich, die Nagelplatte, die dehnt sich eher aus. Also ist euch bestimmt auch schon aufgefallen für diejenigen, die jetzt schon eine ganze Weile Nägel machen. Man kann die Form schon ein bisschen bestimmen.
Allerdings, wie gesagt, ich hatte lang keine Modelage drauf und musste eigentlich vorher nicht mehr pinschen. Mache das selber bei mir auch. Ich pinsche sehr wenig, nur wenn es wirklich nötig ist. Und ja, dann habe ich hier ein Gel genommen. Ich habe einfach nicht dran gedacht, dass nicht pinchfähig ist. Das, also müsst ihr euch vorstellen, das ist einfach ein bisschen weicher. Es ist nicht jedes Gel für Pinschen geeignet. Ich habe es geschafft, ja, und jetzt habe ich so Schaufelis. Also vielleicht schaut es jetzt gar nicht so schlimm aus, aber ich finde, die wirken so schaufelig. Ich habe eh so breite Nägel und Fingerchen. Ja, also irgendwie, ich mache es auch so zwei verschiedene. Ja, sehr gut. Vasile, ich bin gespannt auf dein Design. Was ich weiß, kein weiß. Und mal gucken, was das so wird. Schauen wir mal. Aber ich finde immer, das werden die besten Nägel, wenn man vorher so gar nicht weiß, was man macht, schon irgendwie einen Aufbau setzt oder was weiß ich. Und dann, ja, dann entwickeln sich da immer coole Sachen. Glaub mir, ich auch. Ja, also manchmal, Vesela hat heute schon so süß geschrieben, so manchmal ist es einfach kein Tag zum Nägel machen und das stimmt so. Manchmal gehen halt Sachen schief und so, aber das ist vollkommen normal. Und ich glaube, das geht Hobby wie den Superprofis allen so. Mir geht es auch so. Euch bestimmt da auch. Hallo zusammen, mal eine Frage: Ist es normal, dass die Nagelhaut, die unter dem Nagel ist? Hallo Seeteufelchen, rede weiter. Hallo Loveliness, hallo Natascha, grüß dich. So. Ich warte noch auf Seeteufelchen, bis sie. TikTok hat aber bloß eine gewisse. Ja, eine gewisse Anzahl an Buchstaben. Ist Hypo-Design soweit mit hochwächst. Ja, Seeteufelchen. Also ganz unterschiedlich tatsächlich ist das Ganze dann Hyponychium. Wird sich umso längere Modellagen du hast, umso mehr Platz hat es. Das hat ja einen Grund, warum dieses Häutchen da unten ist. Sonst hier beginnt der freie Nagelrand, also nicht nur von der Seite gesehen, sondern einfach auch hier unten. Und das Häutchen schützt das Ganze, wie oben auch die Nagelhaut, dass dort nichts eindringen kann, keine Keime, Bakterien und sowas. Also das ist ein Schutzmechanismus vom Körper. Jetzt ist es so, wenn du längere Modellagen hast, bekommt deine Fingerspitze hier keinen Kontakt mehr, kaum Kontakt mehr. Es ist so geschützt. Und da denkt sich der Körper, yeah, jetzt bauen wir hier richtig eine Schutzmauer auf und dann wird das Hyponychium mehr. Ganz, ganz stark ausgeprägtes Hyponychium kann natürlich auch mehrere Unterschiede sein. Also wie gesagt, bei längeren Modellagen passiert das gerne. Es ist auch so, dass das vielleicht bei jedem Finger etwas anders ist. Das ist ebenso wie oben die Nagelhaut. Genauso ist es auch ein bisschen, bei manchen passiert es, bei manchen nicht. Also, aber es ist normal. Bitte zupf da auch nicht rum und pass auf beim Nägelkürzen. Und zurechtfallen auch, also wenn du einen Naturnagel, wenn du eine komplette Neuanlage machst und du nimmst die Modellage runter und du möchtest deinen Naturnagel feilen, dann bitte feil das auch. Meistens läuft das auch wirklich spitz vorne zusammen. Feil da nicht dran rum, wenn das blutet. Im schlimmsten Fall sich sogar entzündet, das kann richtig böse enden. Also genau. Seeteufelchen, also vollkommen normal. Und umso länger du deine Modellagen trägst, umso eher passiert das Ganze. Wenn du jetzt immer Fingerkuppe hast, dann wird das fast unsichtbar sein, dein Häutchen. Sehr gerne. Für weitere Fragen einfach reinschreiben. Bei mir ist das meistens so, ich nehme mir was vor und dann wird es was anderes. Conny, ja genau. Bin ich voll bei dir, so kenne ich das eben auch. Manchmal fange ich an und denke mir, boah, nee, ich mache jetzt irgendwie doch was anderes. Ich habe jetzt heute Lust und so weiter. Hallo Schönheit. Danke, Linda. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Genau. Also da danke für die Herzchen. Die liebe Natascha ist fleißig am Drücken. Ich sehe es schon. Oh, ich könnte mich jetzt in meinen Tee reinsetzen. Das letzte Mal, als ich live war, hatte ich euch gezeigt, unser Wellness-Programm hier hinten, Wax Sensation, Paraffinbad. Heute wollte ich euch, aber ich habe sogar schon was vorbereitet. Normalerweise bin ich immer so ultra spontan hier live, aber ich habe sogar schon mal Tipps. Denn es sind ein paar, mein Motto ist planlos geht dann planlos. Sehr gut, Dunja.
Sehr, sehr gut. Das finde ich super. Tipps für Nägel für eine kurze Zeit. Linda, wenn du nur für einen ganz kurzen Zeitraum Nägel möchtest, möchtest du sie modellieren oder also machst du selber auch Nägel? Schreib mir da mal ein paar Infos und willst du lange Nägel oder einfach nur wie lackiert? Kommt immer drauf an, was. Ich habe für alles eine Lösung oder einen Vorschlag. Genau. Wo war ich denn gerade? Irgendwas wollte ich sagen. Ach ja, so diese Planlosigkeit finde ich super, Dunja. Finde ich ganz klasse. Heute wollte ich euch Stamping zeigen. Nochmal so ein paar Sachen, wo man beachten muss für alle diejenigen, bei denen es mit Stempeln nicht so klappt. Ich selber war auch vor gar nicht so langer Zeit totaler Stamping-Feind, Gegner. Und dann haben mich ein paar Mädels aus den Live-Shows gezwungen dazu, probier das doch mal aus. Und ich bin so dankbar. Danke fürs Folgen. Meine Mädels kommen immer mit ins Boot und gehen mit was anderem. Ja, das ist super. Das ist super. Aber das zeigt auch Vertrauen. Hast du ein eigenes Studio, meine Liebe, dann ist das doch super. Wenn sie sagen, hey, mach mal das und du sagst, hey, ich würde das vielleicht bei deiner Nagelform, was weiß ich, das anpassen, dass das harmonisch ausschaut, das ist super. Also ich darf nicht wegen Arbeit, Nagellack darf ich nicht, geschweige denn Acryl oder Gel, aber okay, ich habe dir ein paar Vorschläge. Also Linda, das Simpleste, was du machen kannst, sind sowas, Quick Nails. Also natürlich Nägel lackieren, da musst du halt dann danach wieder mit Nagellackentferner, je nachdem, so roter Nagellack färbt gerne mal ab. Also da brauchst du schon einen Unterlack und einen Topcoat und so. Aber das sind so oder, nein, nicht unausgehärtet, halb ausgehärtete Gel-Strips, wie so Sticker, ja. Aber es ist wirklich aus Gel. Und die packst du dir dann hier auf deine Nägel. Und schneidest sie vorne ab oder feilst sie zurecht und dann gehst du unter so einer Mini-LED. Da gibt es verschiedene, da kannst du auch mal bei uns im Shop schauen, bei nd24.de. Und da gibt es sie in verschiedenen Designs und die kannst du abploppen. Also die kannst du wirklich wieder runterploppen lassen, sobald du die nicht magst. Wenn du aber da mal Urlaub hast und 2, 3 Wochen tragen möchtest, kannst du die auch 2, 3 Wochen tragen. Aber die Ablösung ist easy und der Naturnagel ist da echt richtig, richtig klasse. Meine Nägel sind wirklich kurz. Also da gibt es zum Beispiel so eine kleine Lampe auch, die hat nur so 5 LEDs drin, aber die reicht dann zum Aushärten. Und die schaut so süß aus. Also sowas würde dir dann schon reichen. Und da kannst du die ganz easy ablösen. Ja? Und da wachsen sie dann auch schön länger. Das ist wirklich auch toll. So, also das ist richtig klasse, weil die dadurch natürlich auch ein bisschen verstärkt sind. Ähnlich wie eine ganz, ganz dünne Shellac-Modellage und dadurch wachsen die dann eher. Also da kannst du mal im Shop gucken. Ich habe auch für euch meinen Rabattcode. Er ist ein bisschen geknickt. Er hat schon ein bisschen was durchgemacht. Nini24, ihr könnt ihr im Shop sparen. Wobei, ihr könnt auch auf der Startseite gucken. Ich meine, es gibt noch einen anderen Code. Aber der ist auch bei 24% gerade. Könnt ihr gucken, ihr könnt aber den auch nehmen. Ich lasse ihn jetzt mal so kurz für einen Screenshot. Und ansonsten auf unserer Startseite auf nd24.de seht ihr auch immer unsere Angebote. Also wir haben da immer irgendwas. Jessie, mein Lieblingscode. Vielen lieben Dank. So, also Quickness geht wirklich super einfach und da brauchst du auch keine Modellage können. Also da musst du nicht viel Zeit investieren dafür. Das hast du schnell. So. Sehr, sehr gerne. Hallöchen und viel Zeit investieren dafür. Das hast du schnell. So. Sehr, sehr gerne. Hallöchen und Hoi. Kaum habe ich es ausgesprochen, war hier oben gestanden, gab gerade Probleme. Ich hoffe, es stockt wieder. Ja, aber Seela, es tut mir leid. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, dass sich das jetzt gleich wieder gibt. Danke für die ganzen Likes, ihr Süßen. So, oh, geht's wieder? Bin ich wieder da? Es hat wieder gestockt. Es
tut mir leid. Es ist so komisch, dass es hier auf TikTok, ich habe hier 1A-Netz und gutes Netz, also sehr, sehr gutes Netz. Aber schön, dass es wieder geht, Mädels. Tut mir leid, wenn es hakt. Oh, das macht einen immer so nervös. Nachricht kam noch an. Manuela, ich habe dich gegrüßt. Welche Nachricht? Schreib's nochmal. Vielleicht habe ich es übersehen jetzt gerade vor lauter panischem Hin- und Hergucken. Oh Gott, stimmt hier was nicht mit dem Netz? Ach, hier ist Süßen. Macht hier gerade Herzchen. Soll ich mal anfangen mit den ganzen Sachen, für was Stamping betrifft? Und Manuela, schreib's einfach nochmal rein. Achso, ja, ich habe dich noch, das habe ich noch gesehen, dass du hier bist. Hab dich auch gegrüßt, meine Liebe. Auch möchte Frühling. Ja, das wollen wir alle, glaube ich. Bei mir könnte es am 1.1. schon losgehen, dass das wärmer wird und frühlingshaft. Kann lieber ein paar Monate Frühling sein als Winter, tatsächlich. Ich habe hier auch auf meinem Schoß, ich habe hier eine Decke unten. Herrlich. Also, Thema Stamping. Es haben sich ein paar bei mir gemeldet und nachdem sich jetzt gestern die dritte Person gemeldet hat, und zwar die Jessie, die hier jetzt auch ist, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt ein Live nochmal zum Thema Stamping, weil ich verstehe diesen Struggle und ich kann es vollkommen nachvollziehen. Es gibt ein paar Sachen, auf die ihr achten müsst und dann klappt es auch ganz gut. Übrigens, diese Lives, die ich hier mache, die lade ich danach runter und wir tun es auf unseren YouTube-Kanal. Das heißt, wenn ihr mal was verpasst, ich kündige das zwar immer in unserer WhatsApp, in unserem WhatsApp-Kanal an, genauso wie auf Instagram, aber wenn ihr mal was verpasst, weil ihr keine Zeit habt oder es einfach vergessen habt, da könnt ihr dann auf YouTube auch das Ganze anschauen. Das kann bloß immer ein bisschen dauern, bis es geuploadet, gedownloadet und so weiter ist. Genau. Winter braucht kein Mensch, schreibt Conny. Ja, ich bin auch so. Also irgendwie ist es schon schön, wenn es so Winter-Wonderland ist. Aber so in der Weihnachtszeit genieße ich das. Danach, wenn man halt nicht raus muss und keine Frostbeule ist, gell? Aber wer hat das schon? Wie erkenne ich, dass ich die Tipps die richtige Größe hat beim Kleben? Beziehungsweise auf was muss man achten? Manuela, gute Frage. Also Tipps ist auf jeden Fall, dass das an deinem, dort, wo dein freies Nagelende beginnt, und das kann überall an jedem Nagel unterschiedlich sein, da sollte der Tipp, da sollte die Verlängerung sein und die sollte immer bündig sein. Wenn ein Tipp, also ohne Druck, sollte der bündig sein. Wenn jetzt ein Tipp einen sehr starken Tunnel hat und deine Naturnagelplatte aber fast gar keinen Tunnel hat, dann dürfte der nicht auf Spannung drauf sein. Also locker, bündig sitzen. Falls du eine Zwischengröße hast zwischen zwei Tipps, was sehr, sehr häufig bei den meisten vorkommt, dann nimm dir die Nummer größer und feile die an den Seiten zurecht. Nicht nur an einer Seite, sonst wird es krumm, sondern auf beiden Seiten etwas feilen. Weil sonst nimmst du eventuell da die schöne Form weg, je nachdem, mit was für Tipps du arbeitest. Das gilt auch wirklich für alle Formen an Tipps, egal ob die jetzt... Hallo, Marfors, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Schön, dass du da bist. Also da wirklich so, guck dir da die Seiten an, dass da nicht zu arg eine Spannung ist. Wenn zu sehr eine Spannung ist, gibt es da auch Tipps und Tricks, dass du die rausnehmen kannst. Und dann ist das eigentlich das. Hallo, Jenjen. Und dann ist das mit der Größe schon gegeben. Aber du darfst halt nicht... Ach, jetzt hat Diana, grüß dich. Sehr gut. Also da musst du gucken, dass es eben, dass der dir nicht wegploppt. Also der soll wirklich locker drauf sitzen, nicht zu viel Druck drauf. Ganz wichtig, sonst wird er dir vermutlich nicht halten. Tipp anrauen innen drin ist immer sehr, sehr wichtig. Aber gerade zum Thema Tipps habe ich heute ganz viel Content für euch abgedreht. Und also da folgt auch einiges hier an Videos, weil doch häufig Fragen kommen. Wie die Fragen zum Stamping. Ja, ihr Lieben, also Stamping, ich fange jetzt mal an und beantworte zwischendrin, wenn Fragen reinkommen, auch noch die Fragen. Und dann kann ich euch vielleicht noch was zeigen.
So, wichtig ist schon mal Stampingplatten. Schaut mal, ich habe hier noch jungfräuliche. Die haben sogar, und das sind nämlich zwei, die zu Valentinstag passen. Die haben wir auch im Shop jetzt schon. Müssten schon live geschalten sein. Wenn nicht, wird es bald. Nein, die sind schon live geschalten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und hier haben wir diese wunderschönen Schleifchen. Die gehen auch das ganze Jahr, finde ich, über. Genauso aber auch so kleine Herzchen. Und auch hier so richtig schön, ob als Fullcover oder so, Küsschen und so weiter, kann man natürlich immer gebrauchen. Sieht man die richtig? Ja. Also das ist eine ganz tolle Sache. Ich halte es mal so ein bisschen schräg, dass es nicht so sehr spiegelt. Aber hier könnt ihr mit Rosen etc. Das ist richtig cool. Vesela ist über dem PC drin. Sehr gut. Da hast du ja auch größeres Bild, glaube ich, und kannst leichter schreiben, gell, meine Liebe. So, aber schaut mal, also diese zwei sind für Valentinstag, der steht ja jetzt auch, jetzt sehe ich dich in voller Größe. Boom! Sehr schön. Ja, genau, also das sind so Stampingplatten. Wichtig ist bei den Stampingplatten, dass die natürlich auch schön gestanzt sind oder ausgefräst, je nachdem, wie die hergestellt werden. Bin ich überfragt? Weiß ich gar nicht. Weiß das jemand von euch? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Und die müssen natürlich, diese blaue Folie muss abgezogen werden. Das heißt, wenn ihr Stampingplatten habt, dann kann das nicht funktionieren mit dieser Folie. Das ist wirklich eine Schutzfolie. Keine Angst vor Kratzern. Da dürfen Kratzer drauf sein. Die sind dann meist sehr klein und sehr fein, aber das nimmt euch nichts am Design. Aber diese Folie, und das ist so satisfying, die kommt runter, ja. Oh, ich liebe die. Ich liebe sie. Schaut mal, wie. Seht ihr da hinten im weißen Schrank von mir? So, also das ist richtig mega. Ganz, ganz hübsche Designs. Ich finde auch dieses Herz gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Stampingplatten, jetzt mache ich die zweite auch noch nackig, ja. Ich mache die zweite auch noch nackig. Die passen gerade so zum Thema. Und mir klebt schon hier die Folie. Kommt noch eine dazu. Aber Stamping ist ein tolles Thema, wenn man den Kniff draußen hat. Also ich zeige euch heute oder erzähle euch heute Stamping mit den Stamping-Lacken. Aber ihr könnt auch unsere Soak-Off-Gele dazu nehmen. Die stehen hier hinten. Also die sind auch Stamping geeignet. Oder wenn ihr so Painting-Gele zu Hause habt, könnt ihr die mal probieren. Es geht nicht mit jedem Painting-Gel, aber egal mit welcher Firma ihr arbeitet, könnt ihr das auch ausprobieren mit Gel. Mit Gel hat den Vorteil, dass ihr das natürlich gemütlich machen könnt. Wenn ihr mit Lacken arbeitet, dann müsst ihr auf Zack sein, weil der trocknet euch sonst wirklich an. Gerade im Sommer, wenn es dann noch warm ist, der verpufft. Die werden geprägt. Meistens ist es eine Walze mit Motiven und die presst auf. Ah, genau. Mhm. Das klingt logisch, Conny. Danke. Wusste ich nur, habe ich mich noch nie damit befasst. Ich habe gedacht, das wird vielleicht so, also so reingestanzt eben, habe ich mir eben auch gedacht. Also das habe ich gemeint mit dem Stanzen, mit der Walze. Aber hätte auch sein können, dass das irgendeine Maschine anders hier rausfräst. Keine Ahnung. Also ich bin ja bei der Produktentwicklung mit dabei teilweise, aber nicht bei den Stampingplatten. Da bin ich raus. Aber cool, danke. Wieder was gelernt. Das ist ja schön. Also, ich zeige euch die zweite auch noch. Oh, das ist, wenn man die mal genau anschaut, die sind wirklich süß. Aber das ist die zweite. So, was entdecken wir hier? Was entdecken wir hier? Ich finde schon mal richtig cool diese Herzchen. Oh, die ist auch süß. Die ganzen Schleifchen sind süß. Perfect Match finde ich ja auch süß. Oder diese Wolke, die Herzchen hier rauslässt. Oh, toll. Super, gefällt mir. Also, das ist schon mal wichtig, genauso, dass die Platte sauber ist. Und das ist jetzt egal, kann man es auch reinlasern. Kann ich mir auch vorstellen, Vesela. Das kann sein. So, die hast du, die Platte, die mit den Schleifchen, Vesela. Hallo Simone, grüß dich, schön, dass du da bist. Ich habe schon letztens gedacht, Simone, bist du es wirklich? Deswegen habe ich dir geschrieben, du wurdest ja leider gehackt.
So, mach die Platte sauber mit Cleaner oder Nagellackentferner, das ist mir egal. Aber die muss sauber sein und am besten auch, wenn die fresh ist, wie hier, jungfreundlich, trotzdem mit Cleaner. Wenn ihr da hier mit der Hand, wir haben alle, ich habe frisch gewaschene Hände nicht eingecremt, aber trotzdem sind da Fette, ein bisschen Öl, das ist einfach so auf unserer Haut. Nimmt das runter, macht die wirklich sauber. Sonst könnt es nämlich auch, und auch Silvester, oh, die fand ich auch so schön, die Silvester. Die ist absolut mega. Also schön sauber machen hier und dann erst loslegen. Also schon mal Tipp Nummer 1. Die Platte, oder es sind schon mehrere Tipps gewesen, Folie runter, Platte reinigen. Dann ist es so, euren Stamping Lack, wenn ihr Lacke nehmt, und das ist auch vollkommen firmenunabhängig, natürlich zeige ich unsere. Ihr solltet dein Haftgel einzeln zum Bestellen in den Shop nehmen. Bei mir hält nichts anderes. Oh, Conny, sehr cool. Das freut mich. Du kannst gerne, schreib doch da mal dem Service. Schreib doch den Mädels von dem Service mal eine Anfrage. Genau, aber hört ihr? Da ist eine kleine Kugel drin, bei den meisten. Also, und da schön durchschütteln. Das ist bei allen Lacken, eigentlich auch bei Gellack, sowie sollte geschüttelt werden mit Kugel oder ohne, oder auch bei Shellack. Jetzt ja. Und das ist halt auch immer sehr, sehr wichtig. Genau. Jessica, hast du das alles schon mal gemacht oder war jetzt schon was Neues dabei, wo du nicht gemacht hast, als du gestempelt hast? So, dann kommen wir zum unserem wunderbar Sticky. Also so klebrig sollte euer, seht ihr das? Sollte euer schöner Stamper sein. Der sollte richtig schön kleben. Jetzt habe ich mit meinem Patzelchen hier drauf gegangen. Das heißt, auch wirklich hier mit einer Fusselrolle. Nimmt da oder Klebeband, irgendwas, was klebt. Ich habe so eine kleine Fusselrolle, die kriegt ihr auch im Drogeriemarkt. Gibt es die Mini-Dinger, die man wegschmeißen kann. Es gibt aber auch große, die könnt ihr auch nehmen. Es reicht auch ein Blatt von einer Fusselrolle. Also wenn ihr die Nachfüllpacks habt oder so, vollkommen egal. Und da geht ihr drüber. Erstens nimmt es euch alles an Staub weg. Der ist jetzt richtig schön sauber. Und er ist nochmal richtig schön klebrig. Das ist immer so süß, wie ihr euch alle so schön grüßt. Und das finde ich immer so toll. Habe die Farbe drauf getan auf die Platte und abgezogen. Dann ist die Farbe abgehauen. Ist die hier abgehauen? Wo ist sie hin? Ich zeige es dir aber gleich noch. Ja, also schön hier und dann auch wirklich nicht mehr drauf patzeln. Auch nicht, am besten nicht mit deinem Handschuh oder so. Wirklich hier und dann Finger weg von dem Ganzen. Und das ist jetzt egal, was für einen Stamper ihr nimmt. Er sollte ein bisschen klebrig sein. Bitte reinigt den niemals mit Cleaner, außer ihr nehmt ihn für andere Sachen. Es gibt ja hier so French mit dem Ganzen. Aber wenn es, nehmt euch einen. Ich habe auch einen, so einen Friedrich hier. Der ist sehr, sehr alt und da klebt ein Hundehaar dran, sorry. Gott. Aber der hat viel mitgemacht. Der hat auch hier schon mal eine Feile gespürt. Da wurde so richtig schön reingestochen. Da kann man so das French hindrücken und so weiter. Aber einen, schaut mal den Unterschied, sieht man, glaube ich. Das ist mein Stamper und das ist mein, ich mache alles Mögliche mit dem Stempelkissen. Genau. Hab die Farbe drauf getan. Von der Stampingplatte. Ja, die soll ja da abhauen, ja? Die soll ja hier drauf. Ich zeig's dir nochmal. Kein Thema. Kriegen wir hin. So, weißt du, was ich gemacht habe? Auf PC keine Herzchen, deswegen Handy für die... Oh, liebe Vesela. Wir haben ja schon über 4000 Herzchen hier. Vielen lieben Dank. Boah, ich habe mich gerade hier gesehen, wenn ich die Kamera jetzt dann drehe, habe ich hier auch nochmal mein zweites Gerät, dass ich das lesen kann. Dann habe ich gerade gesehen, wenn ich oben drauf schaue, da schiele ich total. Normalerweise schiele ich nicht. So, danke, liebe Vesela. Danke für eure Herzchen. Das freut mich wirklich riesig, wenn ihr mir so Herzchen schickt. Das macht richtig Spaß. So, also ich bin
bewaffnet. Was auch noch ist, zu dem Ganzen, ich zeige euch das jetzt auch nochmal und wiederhole mich wahrscheinlich auch 3-4 Mal, aber Stamping-Unterlage würde ich euch empfehlen. Ich habe jetzt hier so eine Silikonübungsmatte. Die habe ich nicht gut gereinigt. Ja, so. Natürlich sollte man seine Arbeitsutensilien immer nach Verwendung reinigen. Manchmal ist man aber einfach auch faul oder hat keine Zeit mehr oder will sich die Zeit nicht nehmen. Und dann sieht es so aus, ja? Ihr kriegt jetzt eine schöne, verranzte Stampingplatte hier. Ah, das ist einfach so, dass ihr euch mit dem ganzen Nagellackentferner, das braucht ihr auch, entweder Nagellackentferner oder Stamping Cleaner, ist ähnlich, ja? Das braucht ihr. Zum wieder sauber machen, wenn ihr mit Lack arbeitet, wohl bemerkt. Ansonsten reicht natürlich auch ein Cleaner. So, ich mach mal hier diese Unterlage sauber. Die ist ja richtig schön vollgeschmiert hier. Hör mal, Vorbild. Nini, Vorbild. Ja, geht schon. Ein paar Sachen, die wohnen halt dort. Gell? Nagellackentferner soll der acetonfrei sein. So sagt man absolut immer am Nageltisch. Denn wenn du das an die, also auch wenn du mal ohne Handschuhe arbeitest etc. Mit Aceton könnte natürlich deine Modellage angreifen von der Stabilität. Und selbst wenn du das so zwischen die Finger kriegst, das kann dir unten reinlaufen, kann zu Liftings führen und so weiter. Hallo Cindy, grüß dich. Danke für die Ruze. Und vielen lieben Dank für eure Likes. Dann war der Lack bestimmt schon trocken. Ja, deine Haare wieder ein Traum. Dankeschön. Aber ich mache gar nicht mehr meine Löckchen. Die habe ich ja, ich weiß nicht, 10 Jahre jetzt getragen. Ich mache sie aber nicht mehr, weil ich gemerkt habe, mir brechen meine Haare hier immer mehr ab. Weiß ich nicht. Genau. Also ihr Süßen, ich würde sagen, wir können jetzt noch ein bisschen lackieren, aber ich drehe euch um. Ich hole meine Lichter hierher. Es kann sein, dass ich jetzt nicht so schnell mehr auf die Kommentare antworte. Ich habe hier meine Lämpchen. Dass ich nicht so schnell auf die Kommentare antworte, denn das ist manchmal etwas zeitverzögert, wenn ich auf mein anderes Gerät gucke. Ja, ihr Lieben. Aber ich glaube, das kriegt man hin. So, ich schwenke euch mal. Nicht erschrecken, es wird ruckelig. Und dann schaue ich mal, ob ich die richtige Position gefunden habe. Gott, wo bin denn ich hier? Ich muss definitiv weiter höher. So. So. Ist das Licht zu gut? Könnt ihr das wunderbar sehen hier? So, glaube ich, hat man einen guten Ausblick. Hier hätte ich auch noch meinen Rabattcode hier. Du schaust doch immer gut aus, ohne, auch ohne Löckchen. Vielen lieben Dank, meine liebe Simone. Ihr seid einfach Zucker, ihr Mädels. So, ich habe hier Tipps schon mal zumindest hier angebracht, allerdings noch nicht lackiert. Und ich würde sagen, wir machen, passt, sagt Conny, perfekt. Wir machen hier jetzt einfach mal eine Farbe drauf. Ich würde jetzt mal sagen, so, also heute hole ich hier die besten Sachen raus, die alle nicht sauber gemacht werden. Aber ihr wisst selber, wie schnell das passiert. So, das ist unser Nude Rose Shellac. Das ist auch so eine ganz, ganz beliebte Farbe. Die haben wir, glaube ich, alle, zumindest in dieser Art auch. Und lieben sie. Und da machen wir jetzt erstmal eine Schicht drauf. Das ist als Untergrund. Und ich finde, da wirkt das Ganze immer schöner. Und da stempeln wir dann mit Schwarz. Dann haben wir einen schönen Kontrast. So, ich gehe jetzt hier mal so ran. Kamera ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie anders hängt als an meinen anderen Lives. Ich weiß auch nicht, warum das bei TikTok ist. Ist das bei euch auch so, wenn einer von euch Live-Erfahrungen hat, dass es auf TikTok so ein bisschen andere Einstellungen hat als auf Instagram und Co.? Annika, ich liebe euer Acryl. Vielen lieben Dank, Annika. Das freut mich sehr, wenn du da sehr zufrieden bist.
So, ich packe das jetzt mal in die Lampe. Ihr wisst ja, bei Shellac bitte immer zwei Schichten, auch wirklich zwei Schichten und zweimal aushärten. Vielen lieben Dank, jetzt haben wir schon über 6000 Likes. Sehr cool. Bei der zweiten Schicht ist es einfach so, dass es nicht nur auch, es gibt ja Shellacke, die aufs erste Mal deckend sind und manche, die erst bei der zweiten Schicht deckend sind. Und ich rate euch, immer zwei Schichten zu machen. Die Farbintensität ist einfach immer ein Stückchen besser. Der Glanz kommt besser raus. Also meine Empfehlung. So, was ich vorhin noch nicht erklärt habe, ihr braucht auch ein Schab-Schab hier. Ich schau mal, das sind noch Reste hier. So, wenn ihr mit eurem Schaber, der sollte, meine ist auch leicht schon durchgebogen, das liegt daran, dass ich den gerne so hochkant nehme und gerne so stempel, ja, und dadurch biegt es den halt immer wieder. Das ist aber nicht weiter schlimm, der sollte auch wirklich nicht zu hart sein, aber auch nicht zu weich sein. Ich habe jetzt hier ein Kärtchen genommen, manche nehmen auch ein EC-Kärtchen, finde ich auch eine gute Idee, kann man auf jeden Fall machen. Schaut, dass ihr aber mit dem Schaber auch zurechtkommt. Also gerade diejenigen, die da Probleme haben. Wie geht das mit den Likes? Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Du, da kannst du einfach auf dem Bildschirm tippen, in der Mitte so drauf tippen immer wieder. Dann kommen die Herzchen. Danke für die Herzchen. So, also das auch zum Schaber. Wir haben jetzt hier unsere schöne Stampingplatte. Und die reinigen wir. Wichtig ist auch, ihr braucht Ziletten. Und zwar diese Saugfäden. Ich benutze zwar so jetzt zum Modellage machen und so diese super fusselfreien, reißfesten Remover-Ziletten, die Premium-Ziletten von uns. Aber beim Stampen würde ich dann die nehmen. Die kann man schön tränken und damit kannst du die Platte sehr gut reinigen. Ja? Ich mache jetzt hier mal meinen Stamping-Cleaner auf. Der ist schon fast leer, da ist nicht mehr viel drin. Da ist nicht mehr viel drin. Und ich sag's euch, ich habe seit Herbst, ist mir aufgefallen, seit Herbst nicht mehr gestampt. Und schaut mal, ich reinige hier jetzt nochmal richtig drüber. Ja? Hier soll wirklich alles frei sein. Und dann müsst ihr, ich mache jetzt noch eine zweite Schicht, bevor es hier weitergeht, gibt es hier eine zweite Schicht. So, von meinem Shellac. Geht bestimmt nur mit dem Handy, bin am Laptop. Ah ja, das kann sein, ja. Das geht, glaube ich, nur auf dem Handy. Vasile hat es vorhin auch schon geschrieben. Die schaut nämlich auch am PC für einen größeren Bildschirm auch zu. Und hat dann extra das Handy wieder in die Hand genommen für die Likes, die süße Maus. Aber das macht ja nichts. Schick im Gedanken Herzchen. So, also Stampingplatte sauber, dann richtet bitte euren Arbeitsplatz her. Das heißt, ihr habt vielleicht ein Zewa, das gibt es auch in der Drogerie, so Zewa-Blätter, die man in der Mitte auseinanderreißen kann, finde ich ganz super, dass man nicht immer ein ganzes hat. Also ich habe gern ein Zewa parat, habe meine Zilette, habe meinen Stamper, den ich natürlich schon wieder schön hier sauber gemacht habe, der schön sticky ist. Und dann habe ich meinen Schaber. Den Schaber habe ich hier parat liegen. Und dann habe ich meinen Lack, den ich vorher noch kräftig geschüttelt habe. Ja? Ihr könnt jetzt, probiert euch mal aus. Vielen lieben Dank für eure Herzchen, ihr Süßen. Ich benutze Stamping hauptsächlich auf die gecleanerte Oberfläche. Es kommt immer darauf an, was ihr macht. Ich habe in einem Herbst-Live von mir mal gezeigt, wie man auch mit Pigmenten stempeln kann. Und da bin ich total verzweifelt dran. Wer kann sich noch dran erinnern? Ich weiß, von euch waren ein paar dabei in diesem Live. Als ich mir das funktioniert nicht. Warum geht das nicht? Und so. Also, da ist mir aufgefallen, das geht dann nur mit Schwitzschicht. Aber so nehme ich es, runter. Der kommt wieder drauf, der gute Tipp. Da habe ich nicht feste genug gedruckt. So. So, ich finde auch diese Klebepads, wenn es so kalt ist, also in dem Raum ist es jetzt hier nicht warm, dass die dann nicht mehr so gut haften. Ich tue die dann immer in die Finger rein. Vesela, ich, Nini, genau, Vesela, du warst dabei. Nini, probier es geradeaus, hat auch geklappt. Mein großer Stamper greift gar nicht.
Okay. Also Jessie, ich zeig dir noch mal alles und dann schaust du drauf. Also der Stamper, wenn du den anfasst, ich zeig's noch mal, dann sollte der so kleben. Klebt der so bei dir? Siehst du das, wie das an meinem Handschuh klebt? Ich weiß bloß jetzt nicht, ob ich mit dem Handschuh mir irgendwo an den Arm gefasst habe, ins Gesicht gefasst habe oder was weiß ich. Siehst du das? So muss das aussehen. So, ich gehe jetzt hier noch mal mit. Da kannst du auch wirklich mit so, da gibt es auch dieses Kreppband, Klebekreppband beim Malern oder so. Du brauchst da irgendwas, wo du das Ganze schön abkleben kannst. So, mein Stamping-Lack, das tue ich jetzt mal hier oben hin. Mein Stamping-Lack, und da nimm lieber zu viel als zu wenig. Es gibt nichts Ärgerlicheres. Was nehme ich denn eigentlich für ein Motiv? Es gibt nichts Ärgerlicheres, wenn das Ganze nicht so hinhaut. Ich würde mal sagen, wir machen, die Herzchen sind doch ganz süß. Ich mag jetzt so unten Streifen mit Herzchen. So, da gehst du drauf und da machst du ordentlich bitte. Ja, also gescheit hier den Lack drauf, lieber zu viel als zu wenig. Dann ziehst du zügig ab, nimmst dir das Ganze mit dem Stamper in einer, aus dem Handgelenk raus die Bewegung. Und jetzt machen wir hier ein paar Herzchen. Die setze ich hier drauf. Ach, das sieht doch süß aus. Schau mal, diese Fetzchen da oben. Ach, sieht man das? Ich zeige es jetzt nochmal vom Nahen. Ups. Wo ist die Kamera? Wo bin ich? Ja, Fokus. Wo ist der Fokus? Conny, nicht drücken, genau. Bloß nicht, also nicht auf den Tipp aufdrücken, nicht so richtig draufdrücken, sondern einfach nur runterrollen. Du bewegst praktisch, du lässt ihn von allein so drüber gleiten. Du machst das aus dem Handgelenk raus. Also dein Handgelenk rotiert, ohne dass du das so drauf drückst großartig. Also wenn dann nur tippen, wenn du oben mittig platzieren möchtest, das ist natürlich in Ordnung, aber dann tippst du nur so drauf. Also dann weiß nicht, ob sich das jetzt löst, das ist jetzt schon fest, aber dann gehst du so sanft drüber, ja? Genau. Sehr gut. Jetzt bin ich auch mit dem Handy drin. Auch ihr Süßen, danke für 8000 Likes. So, ich gehe jetzt einfach mit einem Pinsel, der ein bisschen in Cleaner getränkt ist, und schau mal, ob ich das jetzt hier so abstreifen kann. Ich gehe da meistens auch mit einer Zillette dran, muss ich sagen. Allerdings brauche ich da eine Remover-Zillette, also eine etwas festere. Mache ich jetzt auch. So, und dann wische ich mir das weg, was ich nicht mehr brauche. Manchmal mache ich das auch schon vorher am Stamper, dass ich das mit der kleinen Fusselrollkante abnehme. Ich lasse das natürlich jetzt auch trocknen. Ja, also das ist schon wichtig. Klar trocknet der schnell. Ich würde aber lieber noch ein paar Sekündchen warten, bevor ich da mit dem Versiegler dran gehe. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sagen wir, diesen schwarzen Streifen möchte ich weghaben, dann gehe ich hier mit der Kante ran und nehme mir diesen schwarzen Streifen weg. Hat man das jetzt gesehen? Da war nämlich der dunkle Untergrund. Aber ihr könnt da natürlich mit der Fusselrolle da auch ein bisschen so was abnehmen, ja? Schön nochmal drauf, den wieder reinigen. Dann natürlich, ich mache dann gerne auch mal die Karte zwischendrin wieder sauber. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Zillette hier mit was getränkt ist. Auch super. Und wieder die Stampingplatte sauber machen. Natürlich auch sehr, sehr wichtig. Macht eure Stampingplatte sauber, ordentlich sauber. Das heißt, ich nehme mir da auch gerne einmal ein bisschen Stamping Cleaner und geht dann nochmal drüber und macht das in kreisenden Bewegungen, gerade so bei den Herzen, und dass das wirklich aus jedem, aus jeder Ritze, aus jedem Winkel rauskommt, das Ganze. So, schön sauber machen. Wunderbar, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt schauen wir mal noch nach einem Schleifchen. Oh, ich finde ja das auch richtig cool, dieses Schleifchen hier. Ich weiß nur nicht, ob mir das oben zu dem passt. Tesa, ja, Conny, genau, Tesa. Ganz normaler Tesa. Wenn es trocken ist, auf dem Nagel Haftvermittler und Stamping drauf ist, funktioniert, Mädels. Ah, dass man einen Bonder nimmt, meinst du?
also so ein Primer. Säurefrei wahrscheinlich, säurefreier Primer und dann oder säurearm. Und wenn man keine Fusselrolle hat, was kann man dann noch nehmen? Ach ja, genau, Tesa hat Conny noch geschrieben. Alles, irgendwas, was klebt. So ein Washi-Tape, wenn du hast. Irgendwas, was klebt, ist super. Genau, dann würde ich sagen, machen wir noch mal eins. Ich lasse jetzt mal, auch wenn das hier wahrscheinlich nicht ideal ist, ist schon angetrocknet. Super, ich weiß noch nicht, will ich die Schleife? Die ist auch sehr schön, dass ich da noch eine mit drauf mache. So, Jessie ist wahrscheinlich am Probieren. Glaube ich zumindest, dass sie gerade am Probieren ist. Aber das wird, meine Liebe, das wird. So, ich glaube, die ist schön vom Größenverhältnis. So, ich bin langsam unterwegs. Schauen wir mal, ob das noch was wird. Ja, wunderbar. Und die setzen wir hier hin. Ja, das ist doch süß. Ist doch süß. Also Valentinstag kann man da auf jeden Fall zeigen kann. Bei mir haftet es nicht am Stempel. Also dein, Tina, schau mal, wenn dein Stamper muss wirklich kleben. Das heißt, bitte auch nicht mit Cleaner oder mit irgendwas reinigen. Siehst du das, wie der klebt? Mach den auch wirklich mit einer Fusselrolle schön sauber, dass der dann so klebrig wird. Also ich weiß natürlich nicht, welchen Stamper du hast. Je nachdem, vielleicht ist auch dein Stampingkissen zu alt oder so. Je nachdem, zeigst du, wie man mit Pigment stempelt. Also ich zeige euch eine Variante mit Pigment. Sehr gerne. Dann brauchen wir aber auf jeden Fall nochmal einen Tipp. Den würde ich jetzt noch versiegeln. Da hole ich mir einen Versiegler. Ich nehme den Premium Line Perfect Finish. Oder sollen wir es in matt machen? Matt oder glossy, ihr Süßen? Matt oder glossy? Tell me. Sagt's mir. Sagt es mir. Inzwischen hole ich ein Pigment. Was passt denn schön? Rot passt natürlich zu Valentine. Matt. Matt. Danke, Mädels. Ich liebe nämlich auch matt. Finde ich gut. Also ich nehme jetzt unseren Premium Finish No Wipe Matt Velvet. Also das ist ein Premium Versiegler, der ohne Schwitzschicht ist und matt wird. Wenn er alt ist oder nicht klebt, dann mit Aceton drüber wischen, funktioniert wieder. Hatte schon ausprobiert. Genau, Aceton löst das Ganze natürlich, also greift Kunststoffe an. Deswegen ist es also eine Art Lösungsmittel. Und dadurch ist es tatsächlich auch für ein Stampingkissen, dass das wieder so ein bisschen angeraut ist. Also, Vasela, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe schon davon gehört, beziehungsweise das Ganze gesehen. Da habe ich gesehen, dass das wirklich nur so drüber gewischt wurde und nicht richtig getränkt. Liege ich da richtig? Einfach auf den Bildschirm tippen. Also hat jemand nach Likes gefragt. Vielen lieben Dank für die Likes. Ich hatte das Ganze mal aus und wir probieren jetzt mal. Oder sollen wir die zweite Palette, sollen wir hier was mit Pigmenten machen? Oh Gott, ich liebe das ja auch, wenn das so comic-mäßig ist. Das finde ich auch toll. Das ist aber auch cool. Das ist aber auch süß. Ich bin einfach verliebt hier. Ich bin verliebt. So, wir machen aber erstmal einen Tipp wieder bereit zum Stempeln. Ich tue mal, den drücke ich mal wieder drauf. Die habe ich, glaube ich, vorhin auch echt nicht so angedrückt. Und tue mal das hässliche Teil weg. Und dann grundieren wir. Ich möchte jetzt mit rotem Pigment stempeln. Das heißt, ich mache jetzt was, was zu rot passt. Die sind alle so toll. Hallo, Biggi, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Gibt es die im Shop, die Stempel?
Schablone, ja, die gibt es bei uns im Shop. Also die habe ich extra heute ausgewählt. Ich habe sie auch, ich probiere sie heute zum ersten Mal. Falls ihr den Anfang vom Live verpasst habt, ich werde es die nächsten Tage auf unserem YouTube-Kanal hochladen. Dann könnt ihr da auch mal nachgucken. Diese zwei sind jetzt zum Thema Valentine. Also passen auf jeden Fall. Und ich kann mich nicht entscheiden, welche ich schöner finde. Ich finde die wirklich ganz, ganz toll. Es sind große Paletten. Die sind sehr, sehr hochwertig verarbeitet, sind aber nicht so irre schwer. Trotzdem stabil. Also, dass die sich nicht verbiegen. Oh, bin ich zu spät? Was hast du denn über die Stempel gesagt, dass es nicht rau wird? Also zum Stampingkissen nur so bitte sauber machen. Ansonsten, wie gesagt, also die was verpasst ist oder wenn ihr direkte Fragen habt, einfach stellen. Und ich werde auf jeden Fall das Live die nächsten Tage noch hochladen. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt am Wochenende schaffe, morgen schon schaffe, Montag erst schaffe. Will ich keine falschen Versprechungen machen. So, wir stempeln mit Rot. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach super langweiliges Weiß. Ich nehme unseren Classic Snow White und packe den hier auf meinen Tipp. Der ist dreckig, sehe ich gerade. Das wollen wir nicht. Der schaut gut aus. So. Und hier, ich sehe gerade, der eine ist fertig. Das ist unser erstes Ergebnis in Matt. Unser erstes Stempelergebnis. Super süß, super süß. Also ein Stempelkissen wird eigentlich nur rau, wenn du mit jetzt zum Beispiel Cleaner rangehst, mit einer Feile rangehst, wenn du mit falschen Mittelchen rangehst. Oh Gott, mein Weiß ist fast leer. Ich habe mir schon eins bestellt, aber ich denke mir dann immer, da geht noch was. Und dann tue ich mir ja so schwer hier. Aber da kommt der Sparfuchs aus mir raus, gell? So, erstmal eine dünne Schicht. Ab unter das Lämple. 60 Sekunden aushärten. Und dann zeige ich euch, also kein Cleaner oder Pinselreiniger. Ich habe das Teil aus Angst nie benutzt. Nein, auf keinen Fall. SNK. Wie ist dein Name? Falls du ihn verraten möchtest. Wenn nicht, dann ist es natürlich auch okay. Aber meine Liebe, wirklich nicht cleanern. Ich habe hier auch so einen Ollen. Den habe ich hier mit allem Möglichen schon bearbeitet. Aber hier kannst du wirklich schön hier mit der Fusselrolle drüber gehen, dass der schön sticky bleibt. Nicht cleanern, immer nur Fusselrolle. Der trocknet dir der Lack an. Und selbst auch wenn du mit Gel stempelst, kriegst du das mit dem eigentlich auch gut runter. So, also wir machen jetzt das Weiß und dann kommt unser Pigment dazu. Wo habe ich es denn hingelegt? Hier. Ich habe jetzt unser Miro Chrome Pigment Fall in Love, weil wenn das nicht zu Valentine passt. Ah, Jay, wie Ceylan, jetzt wie Bülent Ceylan, ja, den kennen wir natürlich. Den Mannheimer, ich finde ihn ja super, gell? So, sehr gut. Sehr gut, also Jay, da macht das wirklich mit einer Fusselrolle, ein Tesafilm, Klebeband, alles, was du findest. Hallo Bodden Girl, grüße dich, schönen Abend wünsche ich dir. So, also ich sollte jetzt mein neues Fläschchen aufmachen, also in diesem Shellac-Fläschchen. Übrigens, wenn ihr so ein Fläschchen habt, schaut mal, da ist hier schon, da wohnt schon Lack. Aber dann kippt es so auf die Seite und drückt euren Pinsel so in die Seite rein, da kriegt ihr meistens, ach schaut mal. Und dann sehe ich wieder sowas und denke mir, der geht noch, da kriege ich noch ein paar Tipps voll damit. Und dann ärgert es mich wieder, weil ich nicht so die Farbe rauskriegt, aber da könnt ihr wirklich, auch wenn ihr euer neues Fläschchen habt, stellt es einfach über Kopf über euer altes und lasst die Reste rausfließen. So, hier haben wir hier Sparfuchs-Tipps von Nini für euch. So, Rollen haben wir genug da wegen Katzen. Ja, genau. Da rollst du dann übers Sofa rüber und dann mal über dein Stamping. Genau, so geht es mir auch. Jeder, der mich privat
kennt, weiß, ich brauche eine Fusselrolle, sonst hängt, nehme ich immer ein bisschen Hund mit. Bei dir ist bei der Katze dann auch so. Die sind überall. Das ist so. Miss Paradox, verdammt, Start versäumt. Gar kein Problem. Wir werden es die nächsten Tage auf YouTube hochladen. Macht euch da bitte keinen Stress, wenn ihr was verpasst. Vielen lieben Dank fürs Teamherz. Vielen lieben Dank fürs Folgen an alle, die gefolgt sind. Und vielen lieben Dank für die ganzen schönen Likes. Das freut mich sehr. Mega toll. Genau, ich kann dir bloß noch nicht sagen, wann wie wo, weil manchmal ist das mit dem Download und Upload macht komische Sachen. Vielen lieben Dank, Igno, für die ganzen Likes. Wir sind jetzt auf die 9000. Sehr cool. So, wichtig, diese Erfahrung musste ich in einem Live panisch erleben. Da habe ich das schon mal gezeigt mit dem Pigment-Stamping. Ganz, ganz wichtig, lass die Schwitzschicht drauf. Lass die Schwitzschicht hier bitte drauf. Hört ihr schon besser? Nur etwas gestresst im Moment. Oh, Bottom Girl, ich verstehe es so. Also, ich finde, ich höre es aber auch gerade von so vielen, dass alle irgendwie gefühlt so gestresst sind und gar keine, schon seit Wochen und Monaten gefühlt schon. Kommst du regelmäßig live? Einmal in der Woche auf jeden Fall auf TikTok. Wenn es mal irgendwie reinpasst, gerne öfters. Und meistens ist es so Donnerstag, Freitag. Aber wenn du uns, Jay, du kannst uns einfach auf Instagram folgen, ND24 Nail Design. Und da mache ich eine Story oder du kommst in unseren WhatsApp-Kanal. Und da werde ich das auch rein posten. Also ich kündige das dann schon an. Meistens wirklich ein paar, heute früh habe ich es angekündigt, jetzt auf unserem Instagram. Das kündige ich auf jeden Fall an. So, ihr Süßen. Also, haltet euer Pigment bereit. Und jetzt ist es so, dass ihr euer, mit eurem Applikator das Pigment eures Vertrauens hier drüber geht auf das Stempelkissen. Boah, ich habe mit diesem Stempelkissen noch nicht mit Pigmenten gestempelt. Das ist noch so jungfräulich. Das ist noch so clean. Aber diese Zeiten sind vorbei und das ist okay. So, ich mache jetzt eine größere Fläche, weil ich möchte da jetzt auch einen größeren Bereich, auch wieder wie hier eigentlich. Mir gefällt es immer so, wenn es so ein Teil ist, der gestampt ist. Also gehe ich jetzt hier mal ordentlich drüber, nicht sparsam. Ich mache hier wirklich ordentlich was drüber. Und schaut euch mal an, wie hübsch dieses Design, also dieses Pigment ist. Und das ist, wie gesagt, ein Pigment. Moment, ich schaue hier gerade was. Das auf jeden Fall hier in der Lovely Zeit. Ich habe zwei Kinder, die sich ständig streiten. Oh je. Genau, also in diese Valentinstagzeit. Oh, ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und viele Nerven und viel Ruhe auch für dich. Me-Time. Danke, mal schauen, wann die Kinder im Bett sind, dann bin ich bestimmt wieder dabei. Ja, es gibt immer ein erstes Meini. Ja, absolut. Absolut. Aber schaut mal, ich habe hier jetzt da gut was draufgepackt. Und den stelle ich jetzt mal zur Seite. Und ich wollte hier oben mal was nehmen. Und jetzt könnt ihr euer... Ich nehme jetzt wieder schwarz, weil er hier gerade so schön steht. Wie gesagt, ich habe hier... also falls ihr was im Live verpasst, wie gesagt, das wird auf YouTube dann hochgeladen. Ich weiß nur noch nicht, wann genau, aber die nächsten Tage wird es dort auftauchen. Vielen lieben Dank, wir haben die 10.000 Likes geknackt. Schwitzschicht drauflassen, ganz wichtig, egal ob Gel, ob Shellac, vollkommen egal, was ihr als Grund hier habt. Aber lasst die Schwitzschicht drauf. Ihr habt wieder euren Stamping-Lack, ihr habt euren Sharp-Sharp. Und ich hole mir jetzt noch ein Stückchen Zewa her, dass die Sauerei sich einigermaßen, ja, hier kontrollierbare Sauerei, sage ich jetzt mal. So, Stamper ist bereit. Also wie gesagt, das muss mit Lack immer recht schnell gehen. Und ich möchte, nein, ich möchte das mit den Kleinen. Ich glaube, ich bin heute so auf diese kleinen Nupsis. Wobei, das ist es auch geil. Nee, ich nehme das jetzt. So, und dann nehme ich jetzt ordentlich was drauf. Ich nehme wieder die obere Kante mit. So, schwupp. Einmal aus dem Handgelenk abziehen. Und dann habe ich hier ganz normal, wie sonst auch,
Jetzt möchte ich aber nur einen Bereich aus dem Handgelenk drüber. So, da habe ich nicht ganz drüber gemacht, sehe ich gerade. Wobei, wir retten das jetzt. Sieht man das aber? Hier ist auf jeden Fall einiges gegangen. Wisst ihr was? Ich mache jetzt noch den einen weg hier oben. Den einen Bereich. Da brauche ich bloß noch eine feste Zillette. So, das wischen wir weg. Da machen wir jetzt was Hübsches drauf. Auch wenn was passiert. Ihr könnt natürlich jetzt komplett runtercleanern und nochmal probieren. Oder ihr macht was draus. Ich ziehe jetzt hier mit der Kante vorsichtig hoch. So, mach das jetzt noch sauber. Und wisst ihr was? Wir gehen jetzt noch mit Gel ran. Auch wenn es ein anderes Thema ist. Aber so könnt ihr auf jeden Fall auch schon schön Pigment auf euren Tipp bringen. Also es gibt mehrere Varianten. So, ich mache das jetzt hier mit einem sauberen Pinsel und Cleaner noch ein bisschen eine schönere Kante. Auch wenn ich da jetzt nochmal mit einem Gelpinsel dann und mit einem Farbgel rangehen möchte. Aber ich habe da jetzt gleich was im Kopf, was ich umsetzen möchte. Trotzdem mache ich das lieber sauber. So, faszinierend. Das ist echt so eine hohe Liga. Ich bringe es nicht mal am Stamper. Wirklich, mach das ohne Druck aus dem Handgelenk raus. Probier dich da aus. Es kommt immer drauf an. Also manchmal ist es auch wirklich so eine Sache, finde ich. Meine ersten Stamping-Versuche, das können hier einige bezeugen, waren so grottig, dass ich mich nicht mehr an das Thema Stamping herangetraut habe. Und dann habe ich es nochmal probiert. Ich glaube, es gibt natürlich viele Firmen draußen, die gute Produkte haben. Also ich bin hier auch mit unseren ND24 Stamping-Lacken so ultra mega happy. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. So, ich habe jetzt nur das Kästchen. Das schaut jetzt ein bisschen langweilig aus, aber ich habe da was im Kopf, was ich ultra schön finde. Ups, jetzt habe ich das Falsche genommen. Jetzt habe ich Cleaner genommen. Das brauche ich Lackentferner. Ich mache das noch sauber, währenddessen das hier antrocknet. Und dann hole ich mir gleich ein Gel. Aber probiert das wirklich aus. Testet euch daran. Ich habe auch auf unserer Homepage sind noch vergangene Live-Shows, wo auch öfters über Stamping, wie das Thema Stamping nochmal genauer geredet wird. Auch von Anfang an, falls ihr das live hier jetzt verpasst habt, schaut euch das an und fuchst euch da nochmal rein. Bitte gebt da nicht auf. So. Hier lasse ich noch das Pigment runter, dass der wieder schön clean ist. Ja, irgendwann mal muss man die natürlich auch hier erneuern. Die wird auch immer richtig schick, die gute. Ist das die gerade zum Kaufen? Was meinst du? Diese Fusselrolle, die habe ich, glaube ich, vom DM. Diese kleine. Da kannst du mal gucken. Ich versuche zum Valentinstag mein erstes Stamping. Bitte schreib mir, wie es gewesen ist. Oder schick Bilder oder so. Du kannst auch gerne auf unseren Instagram-Account dann Bilder und so. Die Platte reinigst du mit Nagellackentferner ohne Aceton, oder? Leo Mutti, genau. Genau, das ist super wichtig. Acetonfrei. Ihr könnt zwei Sachen benutzen. Entweder einen Stamping Cleaner oder einen Nagellackentferner ohne Aceton. So, bin ich jetzt in der Kamera. Ich bin viel zu weit drüben gewesen. Genau, diese zwei Sachen, mit denen geht das. Die Platte reinigst du, genau, also alle Stamping-Sachen. Stamping-Gel ist am besten ohne Probleme. Genau, das ist auch so, wenn mit Stamping-Gele oder bei uns ist es unser, sagt's mir, ich hole schnell die Farbe meines Vertrauens. Moment. Wir brauchen ein Schwarz. Und was für ein Rot nehmen wir? Vivid Red. Hier, Soak of Color Gel Vivid Red und Soak of Color Gel Black. Diese, das sind unsere Soak of Gele, mit denen kann man auch stempeln. Sehr, sehr hoch pigmentierte und feste, satte könnt ihr auch zum Stempeln ausprobieren. Geht nicht
bei allen, aber das ist von Firma zu Firma unterschiedlich. Also mit denen geht es von unserer Firma und den Stempinger Lacken. Genau. Also je nachdem, was ihr habt, was ihr benutzt, probiert euch da aus. Ich finde, solche Experimente machen immer richtig Spaß. Warum ohne Aceton reinigen? Nur aus Interesse. Wird die Platte kaputt? Nein, die Platte überlebt es. Aber ist es so, du solltest jetzt nicht unbedingt mit einem Nagellackentferner mit Aceton auf deine Modellage kommen. Also du könntest die jetzt schon mit Aceton reinigen, aber du darfst da halt wirklich nicht hinkommen mit deiner Modellage. Je nachdem, das greift deine Modellage an. Also das wäre dann nichts. Aber wegen der Platte, alles gut. So, ich habe Kommentare überlesen. Nicht schlimm. Sie meinte die Stampingplatte, glaube ich, nicht die Fusselrolle. Ah, Entschuldige. Entschuldige. Hat die Nini nicht geschnallt. Die Stampingplatten, ja, die gibt es bei uns im Shop. Auf ND24.de. Das sind die zwei für Valentine. Upsi. Und schau mal hier oben als Entschuldigung für meine verbammelte Art. Nini24, kannst du 24% im Shop, 24% im Shop sparen. Wobei vorhin, wir haben 24% eh gerade im Shop mit dem Code, der auf der Startseite steht, fällt mir immer wieder ein. Ich sage immer meinen Code und denke mir dann, ach nee, wir haben doch eh einen anderen Code auch noch. Ist egal, welchen du benutzt. Kannst du machen. So. Also, diese Gele, wir machen den jetzt fertig. Den will ich noch fertig machen. Nicht schlimm, finde ich großartig. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Schaut mal, Vivid Red. Schaut diese Farbe an. Also, das Besondere an diesen Soak-Off-Color-Gelen ist natürlich, dass sie diese Soak-Off-Eigenschaft haben. Also, die lösen sich auf mit einem Remover, mit einem speziellen. Kann ich euch auch gerne im Live zeigen. Und die sind so krass, die kannst du halt umdrehen. Hier sind auch 10 Gramm drin, das ist ultra viel. Und da tropft euch nichts raus. Also da geht nichts. Die sind so fest und creamy und richtig cool. So, jetzt hole ich mir meine Mischpalette. Die passt jetzt farblich nicht, die blaue. Das stört mich. Dann gibt es ein Äpfelchen, aber rosa geht eher noch dann. So, dann brauche ich einen Nail-Art-Pinsel. Dann nehme ich diesen guten und gehe hier mal rein in das Gel und fütter hier schön meinen Pinsel, dass der gedeckt ist. Da hätte ich eigentlich auch eine Nummer größer nehmen können. Schaut mal, was für ein krummer Hund der schon ist vom Zeichnen. Trotzdem, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Das sind die besten Gele überhaupt. Danke, Natascha. Ich habe das Gel, es lässt sich nur schlecht verarbeiten. Diese Gele, wichtig ist, dass du einen super weichen Pinsel hast. Ich kann dir da einen Trick zeigen, weil wenn du einen sehr harten Gelpinsel hast, ich zeige dir gerne den Unterschied noch. Ich mache noch den fertig hier. Ich habe mir gedacht, wir machen da einfach so eine Linie, dass wir das so etwas, ja, wie so einen Streifen dann haben. Also merkt euch, umso länger eure Linie ist, bitte, umso länger euer Pinsel. Dann geht es einfacher. So. Da machen wir noch so einen Strich rüber. Zack. Und ich hätte jetzt hier so den Rahmen gemacht. Es hat jetzt schon ein bisschen 90s-Vibes, oder? So ein bisschen 90er-Jahre. Vielleicht, man könnte es auch ein bisschen abstrakt nennen. Aber ich finde es trotzdem schön. ich könnte mich wegschmeißen über den Pinsel. Simone, was hast du denn? Sagst du was gegen den Guten? Der ist nur pfenniggut, wie man sagt, ja? Der ist wunderbar. Bitte hier kein Pinselshaming machen. Ich packe das Ganze jetzt mal hier in die Lampe und den Pinsel auf die Seite. Die ist mein Lieblingspinsel. Noch mehr eingearbeitet geht gar nicht. Nee, er war auch oben in einem Etui beim Mitnehmen. Leider ohne Kappe.
da gibt's ja so tolle Kappen. Oh, da gibt's. Oh ja. Oh ja. Der ist noch besser. Ich kann nicht mehr. Der ist noch besser. Okay, Entschuldigung, ich mache mir hier gleich ins Höschen. Das ist der Beste. Ich glaube, der hat einen Preis gewonnen. Ich kann nicht mehr. Normalerweise kommt so eine Kappe drüber, will ich sagen. Und ich habe den einen, den krummen Hund, schon in so ein Etui getan. Und da war der oben relativ lange angestoßen. Macht da eine Kappe drauf. Aber vielleicht gucken, bei dem, wenn ihr mit sehr langen Pinsel arbeitet. Ja, das ist mein Einhaar. Den habe ich so eingekürzt, dass der sehr, sehr dünn ist. Und ja, ich habe den wohl einfach so drauf gesteckt, ohne drauf zu achten. Schaut mal, wenn man da so macht, dann bleibt er natürlich so. Das war jetzt Zufall. Oh Gott, herrlich, da kannst du die Kurven malen. Ja, Simone. Ah, die Kappenschützen vorm Verbiegen, genau. Das ist jetzt gerade hier Paradebeispiel, wie es nicht sein soll. Ich cleaner mal. Aber ich glaube, der braucht ein heißes Bad, der Gute, dass er wieder gerade ist. Jetzt geht es ihm schon besser, hat, glaube ich, nicht ganz mehr so starke Rückenschmerzen. Ach, Mädels, herrlich. Herrlich. Ich kann echt nicht mehr. Ich versuche ihn hier mal in seine Garage zu bringen. Aber ich zeige das auch gleich mit den Gelen, wie er so feste Gele bearbeitet. Jetzt habe ich hier gleich meinen Handschuh noch kaputt gemacht. Was passiert denn noch hier alles heute? Ah, Gott, geil, Rückenschmerzen. Ja, so hat er doch ausgeschaut, oder? Diamond Nails. Er hat wirklich nach Rückenschmerzen ausgeschaut. Oh Gott, hier immer wieder was Neues. Ist so schön. So, ein frisches Überzieherle für mein Patschelhändchen. Ich wollte noch, bevor ich mir einen Handschuh anziehe, meine Nagelhaut einölen. Das mache ich gerne, bevor ich Handschuhe trage, dass das so richtig schön einziehen kann. Oh Gott, ich habe immer noch leichtes Bauchweh gerade vom Lachen. Okay, schaut mal, so sollte ein Pinsel ausschauen. Ich habe auch andere, ja? Hallo Magdalena, grüß dich. Schaut mal, ich habe auch Vorbilder. Und ja, er hat mal so ausgeschaut. Und meinen neuen Liebling, der aber jetzt auch gerade wieder besser aussieht, den haben wir hier. Wow, deine Nägel sind so schön. Vielen lieben Dank. Aber da ist heute auch schon, schau, heute ist nicht so mein Tag. Das ist einfach so. Ich habe heute meine Nägel gemacht und da ist so viel schief gelaufen. Aber passiert, auch diese Tage gibt es. So, ich suche jetzt gerade den richtigen Pinsel raus. Und dann zeige ich die Unterschiede. Ich brauche zwei verschiedene, dass ich euch die Unterschiede zeige. So. Also. Ich müsste jetzt erstmal diese zwei reinigen, dass ich es euch besser zeigen kann. Also machen wir auch gleich eine Pinselreinigung. Heute kommen ein paar Sachen. Pinselreiniger mache ich jetzt nicht super, super häufig, aber ab und zu gibt es so Tage, wo nichts funktioniert. Ja, Mensch, muss auch sein. Ich packe mir den jetzt einfach in das Käpselchen rein, weil hier, der ist eh fast leer. Gebe ich mir ein bisschen Pinselreiniger rein, ansonsten mache ich das in ein kleines Dabbing Dish. Und da gehe ich jetzt hier mit meinem Pinsel ran und mache das einfach ein bisschen. Hier, tränk den einmal kurz und fächer den am Rand einfach so ein bisschen auf. Da tun wir jetzt gar nicht lang rum. Aber dann habt ihr das könnt ihr auch machen, noch einmal richtig reinigen. Zumindest grob reinigen und dann habt ihr die gleichen Voraussetzungen. Und dann könnt ihr auch richtig schön mit etwas standfesteren Gelen. Also wir sprechen jetzt hier von standfesteren dickviskosen, hochpigmentierten Farbgelen, ja, wie unsere Soak-Off-Gele. So, ich befreie da bloß einiges. Und dann nehme ich mir noch ein dünnviskoses Gel. Am besten ein Versiegler-Gel und nehmt da bitte eins. Ach genau, wir nehmen jetzt das Ultra-Gloss, unser Premium-Line. Das ist jetzt eins,
ein Versiegler mit Schwitzschicht. Ich nehme den jetzt absichtlich, weil ich hier so viele Lampen an habe, dass mir die ohne Schwitzschicht, die sind einfach lichtempfindlicher, sonst Probleme machen könnten und das gleich aushärten könnten. So. Und dann nehme ich mir gleich mal so eine Zellette. Dann gehe ich hier ins Gel rein. Und dann arbeite ich dieses Gel in den Pinsel ein. Das kannst du ein paar Mal machen, auch zwischendrin vielleicht mal ausdrücken. Je nachdem, wenn du hier jetzt extrem viele Farbreste hättest oder sowas, kannst du das wunderbar mit etwas dünnviskoserem Gel deine Pinsel reinigen. Dadurch kriegst du sie automatisch wieder gut in Form. Ach Gott, Mädels, das war gerade herrlich hier. Der Pinsel, der hat den Abend gerettet, würde ich sagen. So, ich drücke die jetzt noch einmal aus, beide Pinsel. Und dann haben wir dabei beiden die gleichen Voraussetzungen. Also mit dem modelliere ich gerne. Ja, da nehme ich gerne so einen kurzen Pinsel. Der hat auch eine sehr, sehr schmale Pinselspitze. Das heißt, ich kann da auch richtig schön an den so halten und verteilen oder mit der Spitze arbeiten, falls ich etwas filigraner arbeiten muss und für den Farbauftrag oder Effektgele und so weiter nehme ich dann diesen hier. Und der Unterschied, ich versuche es mal euch an der Palette so zu zeigen, dieser hier hat lange Haare und sehr, sehr soft. Seht ihr das? Die Pinselhaarspannung, der gleitet so dahin. Das ist unser Super Soft Oval. Und der hier hat halt durch die, also der hat auch softe Haare, aber der hat natürlich, der kann nicht ganz so wellen, weil der eine kurze Pinselhaare hat und dadurch eine andere Pinselhaarspannung. Ja, also wir brauchen so einen soften Pinsel. Egal, was für einen Pinsel du nimmst, nimm einen mit langen Haaren. Ja, oh, das ist super, super soft. Und das ist am besten dann für unsere Soak-Off-Gele oder wenn ihr Painting-Gele mal nimmt, großflächig. Und dann nehmt ihr euch hier die Farbe und packt die auch nicht aus dem Tiegel, sondern erstmal auf eine Mischpalette. Und dann arbeitest du den bitte richtig gut ein. So, ich tue den immer wieder umdrehen. Ich mache es mal langsamer, dass ihr das seht. Einmal so rum, einmal so rum. Ich welle hier einmal rum. Ich lade mir auch diesen Pinsel richtig gut. Jetzt gehe ich nochmal rein. So, und streife da nur so ein bisschen drüber. Und jetzt habe ich hier auf meinem Pinsel Gel. Ja, ich habe was drauf. Und dann gehe ich hier drüber. Jetzt ist es auch wichtig, ach ja, ultradeckend sind sie auch. Jetzt ist es auch wichtig, dass du jetzt hier nicht mit ewig viel Druck arbeitest. Sonst, ja, das war jetzt der Vorführeffekt, aber sonst könnte es sein, dass es hier und da nicht aufgetragen wird, ja. Sondern gleite da drüber mit Gefühl. Immer schön abstützen, sonst kannst du nicht gleiten. Also abstützen und erst dann wieder locker drüber und dein Gel verteilen. Es reicht auch bei diesen Soak-Off-Gelen tatsächlich eine Schicht. Ich kann auch gleich noch was zeigen. Ich packe den mal unter die Lampe. Aber so, upsala, Entschuldigung, ich bin hier an die Kamera gekommen. So. Den netten Kandidaten versiegeln wir übrigens noch. Hallo von die Niederlande. Ich grüße dich, Kirsten. Einen wunderschönen guten Abend hier, so rum. Schön, dass du hier bist. So, ich mache jetzt hier, soll ich Shiny Flakes Holo? Ich mache da jetzt ein bisschen Blau dazu. Schauen wir mal, wie das Ganze wird. Ich nehme jetzt den Shiny Flake Holo, dass da noch ein bisschen abgeht hier auf dem Nagel. Den hatte ich vorhin noch. So. Jetzt funkelt er noch ein bisschen. Ich habe die Glimmerfarbton. Das kannst du aber genauso machen. Also wichtig ist auf jeden Fall vom Auftrag, eigentlich ist es bei allen Farbgelen. Ich nehme die gerne auf die Palette, aber bei diesen umso mehr. Jetzt hast du nämlich schön deinen Pinsel getränkt
Und jetzt kannst du, selbst wenn du mal nicht mehr so viel drauf hast, kannst du die schön gleichmäßig verteilen. Siehst du das, was für ein schöner Auftrag das dann ist, wenn du das nämlich mit dem harten Pinsel machst? Schauen wir mal, wie das jetzt mit dem anderen. Wo habe ich den hingepackt? Ist er weg? Jetzt ist er weg, der Gute. Habe ich ihn wieder aufgeräumt. So, mit dem anderen Pinsel, da habe ich einfach automatisch mehr Druck drauf. Okay, der geht jetzt schön auch, aber ich habe ein eventuell streifigeres Ergebnis. Man sieht das jetzt so kaum, aber du wirst ja um einiges einfacher tun, wenn du mit einem super soften und mit langen Haaren arbeitest. Das ist jetzt auch der Vorführeffekt. Jetzt klappt es so. Wenn es dann klappen soll, dann geht es nicht, gell? Murphy's Law. So wollen wir das. So. Aber das ist immer so ein Riesenthema, finde ich. Farbauftrag muss man tatsächlich ein bisschen individuell, auch wenn du sehr krass glitzernde Sachen hast und so weiter. Da ist es halt wirklich wichtig, dass du hier mit einem soften Pinsel arbeitest, dass du ein ebenes Ergebnis hast und auch keine raue Oberfläche. Den versiegeln wir jetzt auch noch. So. Danke, das werde ich dann mal ausprobieren. Probier es aus, falls du Fragen hast und noch auftreten, schreib gerne, am besten über Instagram. Hier auf TikTok ist das manchmal super unübersichtlich, aber auf unseren, entweder mir auf Nini's Nails & More auf Instagram, oder du kannst gucken auf ND24, die beantworte ich auch meistens. Also alles, was Thema Nageldesign betrifft, beantworte ich dort. Das Fachliche, ja, ihr Süßen. Da könnt ihr mir gerne schreiben, mein Bild schicken. Nini, help. Wir brauchen einen Rat. Dann mache ich das gerne. So, wir machen jetzt nochmal einen matten Versiegler mit Flakes. So, das ist unser Premium Finish No Wipe Matte Flake Silver. Weil ich kann mir vorstellen, dass der hier jetzt auch richtig gut rüberkommt und den Nagel nochmal sehr schön wirken lässt. Ja, also der hat so Silberflakes drin. Und den packe ich. Habe Soak of Black, Vivid Red und Flamingo genommen. Wow. Leo Mutti, ich würde mal sagen, das sind Farben, die haut's dir um die Ohren. Black, okay, ja, ist ein sattes Schwarz, aber Vivid Red und Flamingo, kaboom. Der Mattversiegler ist richtig toll. Ja, absolut. Conny, mega Auswahl. Aber ich würde sagen, es ist Zeit für baldig neue Farben noch. Ha? Von denen können wir alle nicht genug haben. Ihr Lieben. Ja gut, drei Nägel haben wir zumindest geschafft. Der dritte kommt gleich aus seinem Ofen. Und zum Thema Stamping Lack. Soll ich euch ein paar Stamping Lacke hier zeigen? Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich da die Kamera wende. Da seht ihr das besser. Aber ich warte noch auf den dritten, dann zeige ich euch den mal von Namen. So. Ich mache die Stamping Palette mal auf die Seite. Die könnt ihr auch wunderschön reinigen und dann versaut ihr euch es nicht. Mache ich auch gerne, wenn ich mit Color Ink arbeite übrigens. Ohne Ende gespart. Vielen lieben Dank. Sehr cool, Leo Mutti. Schaut mal, das ist jetzt das matt Silver Flakes Ergebnis. Also ich finde, das ist auf jeden Fall Inspiration für hier Valentine. Ja, ist eine süße Variante. Ich habe heute, wie gesagt, diese Stampingplatten auch vorgestellt. Und ein bisschen über das Thema Stamping. Ein paar andere Fragen kamen auch noch. Und falls ihr es live verpasst habt und da was nachgucken wollt, dann schaut die nächsten Tage auf unserem YouTube-Kanal ND24 Nail Design. Bombe. Ja, sehr cool. Vesela, danke für deine Likes. Wir sind schon auf 12.600 Likes hochgesprungen. Sehr cool. Ach krass, das gibt's noch. Schmöni, grüß dich. Wie meinst du, ND24 Nail Design? 30 Jahre jetzt. 30 Jahre gibt es ND24 Nail Design. Achtung, hier bin ich wieder.
Letztes Jahr hatten wir 30-Jähriges. Tatsächlich. Danke fürs Folgen. Mensch, am Anfang habe ich gefroren und jetzt durch die ganze Beleuchtung kriege ich schon eine rote Blunze. Also nicht nur meine Haare. Nein, ich meinte die Stempel. Ach so. Ich habe gedacht, die Firma, weil ich gesagt habe, auf unseren Kanal. Und dann habe ich das gelesen. Ja, Stamping ist tatsächlich bei vielen hoch im Kurs. Stamping ist auch, gibt es sehr, sehr lange in dem Business. Das stimmt. Gestempelt wurde schon eine lange Zeit. Ich tatsächlich erst, ja, ein paar Jährchen. Aber noch wirklich nicht lange. Also ich glaube, ich habe jetzt vor 2 Jahren, müsste es gewesen sein, habe ich wieder in die Stamping-Schiene reingefunden. Und vorher war ich jahrelang auf Kriegsfuß, weil ich mir gedacht habe, blöd. Vielleicht hatte ich die falschen Produkte, vielleicht habe ich den einen oder anderen Tipp nicht gewusst. Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Bei uns gibt es die gar nicht mehr. Oh no. Aber du kannst bei uns, glaube ich, bestellen. Vielen lieben Dank, Schmöni, fürs Folgen. Also in unserem Online-Shop kannst du auch bestellen. Müsste auch zu dir geliefert werden, meine ich. Oder wo kommst du her? Habe vor 15 Jahren immer Stempel drauf gehabt. Gestempelt hatte ich eine ehemalige Nagelfee schon vor 20 Jahren. Ja, super. Dankeschön, Nini. Es war wieder super schön mit dir. Mit euch war es super schön. Also, schaut auf die Startseite von nd24.de. Da steht auf der Startseite immer, also scrollt da nicht gleich weiter. Es müsste weiter oben stehen, immer der Rabattcode. Falls da mal keiner steht, habt ihr natürlich auch noch Nini24. Da gibt es 24% im Shop. Ich lasse mal hier für einen Screenshot. Gott, ich schäme mich so hier für meine kaputte Nagelhaut. Habe ich heute ein Bit getestet. Den finde ich doof. Ich nehme meinen alten wieder. Genau. Und da gibt es hier noch die 24% bis auf Studioeinrichtung, Elektronik und manche Sets. Probiert euch aus, seht ihr ja dann im Warenkorb, wo es klappt, wo nicht. Vielen lieben Dank für die Likes. Wir haben über 13.500 Likes. Das freut mich sehr. Es waren ganz, ganz viele Zuschauer, die von Anfang bis Ende da waren. Und ja, es hat wieder Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht genau, wann ich nächste Woche live gehe, aber ich denke auch, ich werde es auf jeden Fall ankündigen auf Instagram. Und für alle, die jetzt erst so zugeschaut haben, Thema Stamping, hier Valentine Stamping haben wir heute gemacht mit den Valentine Platten. Ihr könnt das die nächsten Tage auf unserem ND24 Nähdesign YouTube-Kanal gucken. Doch, es steht. Danke für die Erklärung mit Gel, war schon traurig über das Ergebnis. Nein, du, wenn immer, wenn es Probleme gibt, dann bitte, bitte, bitte einfach schreiben. Meistens sind so ein paar Kniffe und so. Nicht aufgeben, das wollen wir nicht. Hast du wieder super erklärt, unser Erklärbär. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Ich drücke euch alle mal gut. Schlaft gut, einen wunderschönen Abend und ich hoffe, ihr habt alle ein baldiges Wochenende. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Nicht versagen, Nini fragen, genau. Danke, Vesela. Oder Vesela, die weiß auch viel. Sehr gut. Ihr Süßen, vielen lieben Dank fürs Folgen. Schlaf gut, Kirsten. Tschüss. Dankeschön, Jessie. Und Jessie, ich will deine Erfolge sehen. Wenn nicht, wir gehen es durch. Schreib mir. War sehr interessant mit den Likes, hat mir aber leider nicht geklappt. Ich wünsche einen schönen Abend. Mach doch nichts. Mach doch nichts. Liebe Grüße. Ich werde jetzt die Kinder ins Bett bringen. Harte Nerven. Harte Nerven, Durchhaltevermögen schaffst du. Wird auch wieder. Ciao, ihr Lieben. So, jetzt muss ich nur noch treffen hier mit meinem Stiftchen. Ciao.